Wir laufen Ich wieder. bin Wen haben wir eigentlich jetzt als Gast, als Kandidaten? Beatbox. Weiß nicht, wie er heißt. B. Achso, nee, das war ja PSL. Ja, er könnte ja einfach mal seinen Namen sagen, dann würden wir wenigstens wissen, wie er heißt. Und dann sagt er uns sein Alter und dann kann er auch anfangen mit den komischen Geräuschen aus seinem Mund. Hoffen wir mal, aus seinem Mund. Noch redet er ja nicht mit uns. Er fährt die Stimme gerade hoch. Ist er vielleicht AFK? Nee, er hat eben geleuchtet. Also irgendwas regt sich da. Er leuchtet Was immer kann ich noch. noch nicht definieren? Naja. Wir waren jetzt noch ein bisschen, ne? Du, lieber PSL Beatbox. Wir sind da, wir hören. Da ich als ehrenamtlicher Teamspeak-Supporter schon sämtlichen Leuten geholfen habe, kann ich dir ganz kurz erklären, wie man das Teamspeak richtig einstellt. Oben hast du einen Button, der heißt Einstellung, da klickst du drauf, dann hast du die Optionen, die kannst du auch öffnen, indem du Alt und P drückst. Ey, das reicht mir jetzt, der Stampfkartoffel echt. Nun siehst du die Option. Dort gehst du auf Aufnahme und wählst dein richtiges Aufnahmegerät aus. Zu dieser besonderen Stunde wäre es sogar zum Empfehlen, Dauersenden anzuschalten und immer, sobald du fertig bist mit Reden, dein Mikrofon oben zu muten. Muten kannst du unter den Favoriten. PSL, Beatbox. 10, 9, 9 8, 8, 7. Lass uns immer abwechseln, das kommt cooler. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kick. Und tschüss. Da war auch schon ein Reaver, mit dem ich gerade noch gesprochen habe hier. Wer will die Millionen? Willst du die Millionen, Mr. Weaver? Oh, moin. Was ist eigentlich aus diesem Rätsel geworden, Barlo, fällt mir ein. Ja, das war irgendwie so ein irgendein Zahlenrätsel, wer wie alt ist, schlag mich tot. Die Dinge, die gehen mir immer so auf den Sack. Achso. Ja. Peters Mutter ist 27 Jahre älter als Peter war, als sein Vater 13 Jahre jünger war, als seine Mutter jetzt ist. Zusammen sind sie 36 Jahre alt. Und ach, okay, ja. Dann River, wer wird Millionär anscheinend? Jo. Willst du das jetzt mit uns spielen? Jo, also sind zwei kurze Fragen an euch dann. Okay, das klingt gut. Das klingt spannend. Sag deinen Namen nochmal bitte. Ich bin Julian. Hallo Julian. Hallo. Also, ich mach's mal kurz. Also, die erste Frage ist, was hat Medivh getan? A, er hat bei dem dunklen Portal geholfen, es zu öffnen. B, er hat Arthas an die Macht gebracht. Oder C, A. Oh, danke. Aber das war immer von dem... Aber das war auch relativ leicht, weil du die anderen Antworten erstmal ausdenken musstest. Nur die 100-Euro-Frage nehme ich an. So, war die 100-Euro-Frage. Na, die zweite Frage ist, wo erhält man die singende Sonnenblume? Entweder Vorgebirge Hügellandes, Brachland oder Eiskrone. Hügelland. Wir haben das doch gemacht. Also ja, ist Folge. Doch da, oder? So ist richtig. Hillspread Foothills, auf jeden Fall. Oh. Und ich habe das Stampfkartoffel einfach entfernt, weil ich ihm 20.000 Mal gesagt habe, er soll nicht zu sehr drunken machen und diese ständige Gerülpse sein lassen, er machtet halt nicht und... Ja, ist richtig so, ist gut so. Das war ein bisschen anstrengend. Ja, die anderen hier diskutieren, er war auch, glaube ich, schon, wie er mir selber gesagt hat, ein bisschen angetrunken. Gut. Ja. Nächste Frage. Jo, es waren nur die zwei. Achso, coole Idee, finde ich. Das ist ein Talent. Auch wenn jetzt vielleicht nicht lange durchgeführt, aber die Idee fand ich nicht schlecht. Wir können es als Versuch zählen. Ja. Weißt du nicht, ob da was raus wird, aber nicht schlecht. Finde ich. Geht noch so 20 Minuten, schätze ich. Wir haben noch 4 Leute, weil das immer wieder aufkommt. Machen wir weiter. Gut, danke erstmal soweit. Ich schieb dich mal hoch. So. Benjamin und Barlo Fiose. Da bin ich jetzt gespannt. Oh. Ja, der ist schon die ganze Zeit da. Du bist relativ standhaft. Hallo, Benjamin und Barlo Fiose. Wie heißt du? Hallo erstmal. Hallo, wie heißt du? Ja, ich bin schon die ganze Zeit da, ja. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Patrick.
Patrick, okay, was möchtest du machen? Schöner Name. Ich habe halt Zeilen über Mendien und Barlow verfasst. Ich Dann schwanke leg nur los. noch zwischen. Ich weiß, Mendien, wir haben dieselben Namen, das finde ich auch schön. Du hörst mich, glaube ich, versetzt. Du hast den Stream noch an. Kannst du vielleicht gucken, dass du Oh, im tut TS mir. zuhörst? Ja, jetzt ist besser. Okay. Dann Kein können Problem, wir passiert live viel. mit dir reden. Ist das nicht super? Könntest du uns jetzt vortragen, wie alt du bist und dann anfangen? Ich bin 20 Jahre alt und ich habe ein paar Zeilen über Wendien und Barlow verfasst. Ja, hau rein. Okay. Anfangen, ich Wendien, sage. Wendien, du bist ein Gamer. Wendien, Wendien, du bist ein lustiger Typ. Wendien, Wendien, wann ist es wieder soweit? Wendien, Wendien, wann kommst du wieder online? Wendien, Wendien, wann nimmst du wieder auf? Wendien, Wendien, ich will wieder Spaß. Wendien, Wendien, deshalb schenk mir bitte den Key. Jetzt kommt der Barlow. Barlow, Barlow ist ein Spieler und kein Cheater. Spielst du WoW und das immer wieder. Barlow, Barlow, alle lieben dich und ich hoffe, du liebst auch sie. Barlow, Barlow, deine Videos sind episch, auch deine Stimme ist legend. Moment, es kommt gleich der. Barlow, Barlow, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Deswegen sage ich jetzt ganz fein, ich gehe zurück zu WoW, denn ich hoffe, ich gewinne im Beta-Key. Also bei Wenn ich will wieder Spaß, hatte ich ein bisschen meine Zweifel, aber gut. Barlow. Ich finde, da hat wer gefehlt. Ja, ich habe den nicht drin, weil ich den noch nicht so gut kenne wie euch zwei. Den Dranken? Ja, den habe ich noch nicht drin, also Ich kenne ihn auch nicht keine. so. Also, keine Ahnung, wo der Nee, herkam. ich meine jetzt nicht Twanken. Er Sondern? meint sich. Ja, was ist denn Ach mit so. mir? Du bist ja quasi Drunken. Bin ich? Ach nee, bist du eigentlich nicht. Nein. Stampfkartoffel war drunken, hat aber irgendwann sich entschlossen, nur noch rumzurülpsen und ist deswegen ist aus dem Chat geflogen. Also. Ja. Genau. Ja, ehrlich, ich bin es jetzt Bis echt auf leid uns mit den selbst. Gedichten. Ich bin es jetzt echt so satt damit. Du hast den Nachteil, dass du jetzt meinen Ärger abbekommst über die ganzen anderen Gedichte, die ich vorher mittelmäßig fand und deins war sogar besser als die meisten anderen davor. Deswegen enthalte ich mich jetzt jeder weiteren Meinung dazu. Es war nicht schlimmer als die anderen zuvor, aber wieder mal nichts, was mich irgendwie großartig vom Hocker gerissen hätte. Ich denke, Hätte ich auch ihr nicht an solltet keine erwartet. Gedichte mehr erzählen. Ansonsten Alles werdet. klar. Erzähl was weiter, wenn ich schiebe ihn schon mal hoch. Ich meine, ihr solltet einfach keine Gedichte mehr erzählen. Ansonsten würde es hier noch zu sehr, 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 Punkt, 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 großen Konflikten kommen. Mahlzeit. Hier hat einer ein tolles Gedicht reingeschrieben in den Chat. Wenn ihn, wenn ihn, tun uns das nicht an. Wenn ihn, wenn ihn, schieb ihn aus dem Raum. Ja, das ist aber genau die gleiche Qualität wie der Rest des Gedichts, ne? Stimmt, Das ja. Gedicht bestand halt aus 18 Mal Wenjen, Wenjen oder Barlo, Barlo. Ja. Bonjour. Hallo, Guten wer bist denn Morgen. du? Ich bin der Andy. Nein, scheiß Manu und bin 23. Hallo Manu. Warum war Ja. der Witz mit Andy? Na, weil ich so heißt mein Nick. Ach so, ah. Du machst Nein, uns den A-Witz. nein, Witz halt. Ist egal, muss ich nicht verstehen. Nein, mir ist halt irgendwie, bevor ich anfange, aufgefallen, man könnte es halt schon fast als Talent zählen, wenn Leute ihr TS richtig benutzen können. Das ist irgendwie, keine Ahnung, grausam. Das ist wohl wahr. Da hast du recht. Wir haben sehr, sehr viele Fälle heute Abend gehabt, wo offensichtlich die einfachste TS-Bedienung schon zum Scheitern geführt hat. Was möchtest du denn machen? Ach, nur ein Witz, denn, also. Ja, Okay, dann bitte schauen einen wir einfach guten. mal. Ja, ich hoffe. Okay, ich fange mal ganz ruhig an. Gerade aufgeregt, what the fuck. Okay, auf der Autobahn fährt halt ein LKW-Fahrer und wird von einer Blondine in einem Mercedes geschnippt. Kommt fast von der Straße ab, wird halt brutal sauer, fährt neben sie und drängt sie halt auf einen Rastplatz. Auf dem Rastplatz zieht er die Blondine aus ihrem Mercedes, zieht sie ein paar Meter von ihrem Mercedes weg, malt einen Kreis mit Kreide um sie herum und schimpft sie nur, sie möchte bitte den Kreis nicht verlassen, sonst brennt die Hölle. Danach geht er zu ihrem Mercedes, nimmt seinen Schlüssel, zerkratzt den ganzen Mercedes von vorne bis hinten und hört die Blondine nur kichern.
Wutentbrannt geht er hin, fragt sie, was hier los ist. Sie antwortet nicht. Er ist sauer, geht in seine LKW, holt einen Baseballschläger und zerschlägt das ganze Auto, alle Scheiben, alles macht er. Boah, ich glaube, ich kann mir die Pointe denken. Moment. Und sie kichert weiter. Er wird immer mehr sauer, aber hat schon einen ganz roten Kopf. Zieht sein Taschenmesser, zerschneidet die ganzen Ledersitze, zersticht die Reifen und die Blondine kichert weiter, immer mehr. Irgendwann geht er zu hin und schreit sie halt an, was sie die ganze Zeit lacht. Und sie meint, jedes Mal, wenn er nicht hingeschaut hat, ist sie aus dem Kreis gehüpft. Mhm, ja. Ja, das ist halt, keine Ahnung, über CS-Witze erzählen, das kommt nicht. Nee, das hat nichts mit CS zu tun, das hat damit zu tun, dass das ein Blondinenwitz von 1993 ist. Also jüngstenfalls. Ja, war weißt du, das, ja. Das hat so eine Qualität. Wann bist du geworden? So 1993? Da war ich 4. Nee, Mann, ist 23, also genau. Ach so. Ja, mein Gott. Ja, das ist auch alte Witze erzählen und ja, dann auch nicht genau. Besonders gute Blondinenwitze, die du echt so in jeder Fips-Asmussen-Sammlung findest. Ach, Mann, ey. Ja, ich hätte noch so viele und keine Ahnung, mir ist spontan kein anderer eingefallen. Ich möchte mal gerne einen makaberen Witz erzählen, aber nur, weil ich wissen möchte, in welche Zeitalter ihr diesen einstuft. Ich kenne ihn auch schon relativ lange, aber ich kann ihn nicht einstufen. Und zwar, was ist schlimmer als ein Baby in einer Mülltonne? Oh ein Gott, Baby in 10 Mülltonnen. Ich hätte noch viel geschmacklosere Varianten gehabt. Ja, aber schon ein bisschen, naja. Da kann ich auch ein paar erzählen, aber das wollen wir alle nicht. Ja, das wollen wir nicht. Aber welches Zeitalter? 2001. Nein. Egal. Nee, okay, lass uns dann weitermachen. Also danke für den Beitrag. Ich finde es auch echt mal cool, jemanden zu haben, der A, Teams benutzen kann und B, dann auch tatsächlich was sagt und C, dann noch überhaupt einen in Anführungsstrichen Beitrag bringt, aber uralt. Er war auch imstande zu kommunizieren. Das muss man ja schon richtig. Ja. Das ist jetzt kann auch nicht persönlich gemeint. Kannst du jemanden grüßen? Nee, ich nur, weil ich mir habe mitbekommen, ihr habt nicht allzu viel Zeit. Ich hätte noch einen anderen, aber ich kann auch gerne bis zum nächsten Mal warten. Mach einen anderen. Komm. Soll ich? Okay. Ich hoffe, ich krieg den raus. Okay, junger Mann, Anfang 20, hat halt eine Freundin, die wollen bald heiraten und ja, sie hat halt eine kleine Schwester und die Schwester steht auf ihn. Einen Tag vor der Hochzeit ruft sie bei ihm an und er möchte doch nochmal zu ihr kommen, sie möchte noch was über die Hochzeit mit ihm reden. Er fährt halt hin, sie redet alles, er merkt halt, dass sie allein ist, sie geht zu ihm, flüstert ihn ins Ohr, sie möchte nur ein einziges Mal mit ihm schlafen und ja, das wird halt nie jemand erfahren und sie wird ihn auch nie wieder darauf ansprechen. Er sagt ihm, dass sie ins Schlafzimmer gehen wird und er soll ihr einfach folgen, guckt ihn nochmal an, wirft ihren Slip entgegen und geht. Er überlegt etwas, geht zu seinem Auto, setzt sich ins Auto und in dem Moment klopft es an der Fensterscheibe und mit Tränen in den Augen steht der Vater des Mädchens da, umarmt ihn und sagt, ich bin so glücklich, du hast den Test bestanden. Er hat das Schweiß auf der Stirn, bedankt sich und fährt nach Hause. Die Moral der Geschichte, bewahre deine Kondome immer im Auto auf. Auch nicht so ganz. Auch nicht so, ja, das ist wie, keine Ahnung. Du musst ich bin dafür, wir machen erstmal weiter. Ja, die komm, lass uns weitermachen. Halt, ne? Lass uns weitermachen. Tut uns leid, aber wir müssen da jetzt durchkommen. Okay, haut da rein, ich wünsche euch... Tut mir leid. Ja. Ja, muss schon sagen, das ist im Prinzip der Letzte hier, weil der andere hat kein Mikrofon. Der hat, glaube ich, den Drunken schon vom Anfang an angeschrieben. Und ja, tut mir leid, aber ohne Mikrofon geht's halt hier bei dieser Sendung nicht. Du hättest mitmachen können bis gestern 0 Uhr bei dem Mob-Beta-Key-Gewinnspiel auf Facebook. Aber das ist auch jetzt schon geschlossen, weil seit 23:59 Uhr. Aber nicht hier, ne? Gut, dann ein Witz nochmal. Ja, hallo, ich heiße Marcel erstmal. Hallo Marcel. Guten Tag. Ja, ich lege einfach mal los. Drei Bettler sitzen abends in der Kneipe und machen Inventur. Der erste leert seinen Becher und hat 12 Euro erbettelt. Auf seinem Schild stand, ich bin arbeitslos. Der zweite leert seinen Becher, 16 Euro. Und auf seinem Schild stand, ich bin arbeitslos und habe Frau und Kinder. Der letzte leert seinen Becher, seine Hosentaschen und es kommen 600 Euro zusammen. Die anderen brüllen, los, zeig uns sofort, was auf deinem Schild stehen hast. Auf dem Schild steht, komm aus der Tür und möchte wieder zurück. Wow. Ja. Ey, ernsthaft. Irgendwelche
semi-guten, fremden, feindlichen Witze müssen wir nicht haben, ne? Danke dir. Okay. Das Problem bei Witzen ist, wenn man sie nicht unbedingt selber sich ausgedacht hat, wir wollen ja bei Deutsch bleiben, dann sollte man echt versuchen, die so gut rüberzubringen, dass es auch was Innovatives, was Lustiges ist. Aber das hat hier wirklich keiner geschafft von den Witzerzählern. Ja, überhaupt, dass du das Gefühl hast, da kommt irgendwie eine Pointe. Das war wieder der eine, ich weiß gar nicht, wo ich ihn notiert habe, mit der Geschichte, mit den beiden Omas, die den Käse geklaut haben, ne? Dafür, dass es eine Geschichte und kein Witz ist, war die richtig, richtig gut. Und wenn man die auch nur halbwegs gut erzählt, liegen auf jeder Party alle am Boden. Aber wenn man es dann so halbherzig macht, dann eben nicht. Ja, das Problem ist halt, es ist wahrscheinlich eine Story, die vielleicht sogar selber wirklich passiert ist. Hoffentlich aber mal, Du musst dann halt letztendlich einfach nur die Geschichte so umschreiben, dass sie wirklich zu einer Pointe kommt. Und dann... Ja. Gut, wir sind mit allen durch, ne? Wir müssen uns zurückziehen und... Dein Beta-Charakter ist fucked. Dann ziehen wir uns gerade off-record zur Beratung zurück. Und ja, kommen dann wieder mit der Verkündung der Urteile, ne? Der Gewinner. Wir sind nicht die Jury. Okay, bis gleich. Wir laufen wieder zur Verkündung. Mensch, Leute, tut uns ja leid, es dauert hier ein bisschen, oder hat ein bisschen... Es waren aber auch viele. Ich habe einen kompletten DIN A4-Zettel nur vollgeschrieben mit Kommentaren, ja, Bemerkungen und so weiter. Und ich klicke euch da unten, die mich alle anschreiben, alle weg. Das, ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, was du für eine Schrift hast. Oder, ja, ich bin auf einer Mediengestalterschule. Ja? Da schreibt man sauber. Da werden aber auch nicht die per Hand zur Mädchenschrift. Ja, doch. Ja, du musst ja auch per Hand zeichnen und so und malen. Ja, verdammt, das sind so Vorteile. Sehr mich diese Geschichte interessiert. Lasst uns zur Verkündung kommen. Gut, also der erste Key des heutigen Abends ging natürlich an Stampfkartoffel und der zweite an Vince, einfach weil sie cool waren. Das haben wir schon ausgelotet. So, achso, ich sollte mal jetzt das Teamspeak doch wieder aus der Liste nehmen, weil da gleich Leute Battle-Account-Namen reinschreiben. Das zweite Gedicht ging an Trommelwirbel. Ich ziehe sie, sofern sie noch da, wobei ich sag erstmal einen, der nicht mehr da ist. Und zwar hat der René gewonnen, der uns einen Witz erzählt hat. Erinnert euch vielleicht noch. So, dann. Jetzt der war noch klein, der René. Der war klein, 12 war er. Fanden wir sehr cool, alle. Da war Duncan auch noch da. So, der nächste, der gewonnen hat, den werde ich mir rausziehen, also aus eurem Raum da oben. Ja, entmutet euch vielleicht schon mal alle, dass ihr gleich nicht mehr reden könnt. Und zwar gewonnen hat. Hallo, Dennis. Hallo, Vanyam. Du hast gewonnen. Oh, vielen Dank. Oh mein Gott. Du musst nicht mehr Battlefield 3 spielen, ne? Das war's doch auch, oder? Ach, das freut mich ja da. Das freut mich jetzt. Okay, Dennis, schick mir bitte deinen Vor- und Nachnamen, so wie er im Battle.net-Account steht und die dazugehörige Battle.net-Account-E-Mail-Adresse. Und ja, wie gesagt, die Sachen gehen... Ja, Teamspeak oder... Ja, hier im Teamspeak-Chat. Die Sachen gehen übermorgen zu Blizzard und wann die es freischalten, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, yep. Okay. Gut. Vielen Dank. Also, ich warte schon ewig darauf, dass ich mal einen Vita... Key bekomme. Ich habe bei jedem Gewinnspiel mitgemacht und... Ja, jetzt hast du auch. Vielen, gut, vielen Dank. Nur schreib mich an, und wenn du es auf die Liste echt kommen. Nice. Siehst du Vince? Erst ein Fanboy. Oh, klar, oh mein Gott. Tschüss, ich habe gerade gar nicht richtig zugehört. Tut mir echt leid. Aber viel Spaß mit dem Key. Na, wie eckert das manchmal. Naja, gut. Der nächste, der dann gewonnen hat, oder vielleicht auch die nächste natürlich, ne? Waren ja auch welche dabei. Muss ich jetzt mal gucken. Ach ja. Du hast mich deprimiert, aber dennoch hast du gewonnen. Jessie. Liebe Jessie, dein Gedicht war vielleicht relativ traurig. Es hat uns gelehrt, dass der Weg des Herrn auch andere Wege... Nein, das war natürlich nur Spaß. Nein, du hast gewonnen, weil wir dachten, ein bisschen Qualität kann auch gut sein. Und wir sind schon kurz davor zu singen, Jesse von Joshua Caddison. Ja,
Also ich habe jetzt instant an das Lied And always look on the bright. Siehst du, ich dachte an dieses stulzige Jesse, paint a picture about how it's gonna be. Siehst du, da haben wir den Barlow doch noch heute zum Singen gebracht. Mhm. Daran habe ich aber auch gedacht, Barlow. Keine Ahnung wieso. Naja, gut. Jesse, ich hoffe, du freust dich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt echt nicht mitgerechnet. Gut, Jesse, dann bis dann. Okay, bis dann. Ja, die Reihen da oben werden ein wenig lichter. Wer schafft es wohl? Der Nächste, der gewonnen hat. Ich fühle mich schon fast wie... Naja. Der Nächste, der gewonnen hat, ist... Der, weiß nicht, Troll. Der Alarmist oder zumindest der, der seinen Namen nicht ganz verraten möchte. Ja! Das war eine Freude. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Danke, Mann. Ey, also warte mal. Männer, alle. Genial. Jesse, Dings auch dran, genau wie jetzt hier der Vegan-Troll, dass ihr mir bitte euren Vor- und Nachnamen wie im Battle.net-Account und die dazugehörige Battle.net-Account-E-Mail-Adresse schickt, trage ich sofort ein. Jetzt, bitte. Okay, Jesse, die Frage ist, ja? Die E-Mail-Adresse, die ich hier quasi angegeben habe, oder kann ich auch den Battle.net-Account? Nein, die Battle.net-Account-E-Mail-Adresse muss sein, ganz wichtig. Quasi unter Accountname steht, ja? Ja, also du, wenn du dich einloggst. Du loggst dich ja nicht okay, ein mit gut. Klaus ja, gut, Walter. Dann ist gut. Ja. Und ich wollte nochmal sagen, erstens, danke. Zweitens, ihr seid große Klasse, macht weiter so. Und drittens, nehmt Vince mit, der ist extrem gut. Ich glaube, das wird noch besser. Also das ist ein Qualitätsgewinn, auf jeden Fall. Ja. Jetzt kriege ich ganz rote Wänkchen. Oh, süß. Kannst du ein Bild davon schicken und es mir geben? Nein. Macht das unter euch im Chat-Roulette. Okay, aber auf jeden Fall danke und weiter so. Ja, und wie gesagt, dringend, ne, Teamspeak-Chat jetzt gleich öffnen, zu mir und mir die Sachen schreiben. Ich will das nämlich nacheinander machen, damit ich da nicht durcheinander komme. Okay, wird gemacht. Gut, ich schiebe dich mal wieder runter. Ja, sie schreibt mir gerade. Ja, was? Ja, Moment. Ja, was, ihre Daten halt, die will ich jetzt hier nicht öffentlich machen. Und ich muss jetzt das Ganze noch mal eben notieren, damit ich das nicht vergesse, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann... Ne, ich habe eben noch ein altes Chat-Tab gefunden, wo Stampfkartoffel mich fragt, warum er aus dem Channel verschwunden ist, gekriegt wurde. Kerl, weil du die ganze Zeit nichts anderes mehr gemacht hast, als rumzurülpsen. Der hat auch so eine ganz verstörte Geschichte erzählt, oder Vince? Irgendwie? Ja, wo ihr beide gemietet seid, gewesen wart. Ja? Ja. Da hat er erstmal so erzählt, ja, und wo seid ihr gerade beim Trinken? Ich habe jetzt gerade mein 12. Bier gekillt. Ja, okay. Ja, bin ich noch super. Fragen aber wenn offen, du davon zweimal so viel trinkst, dann hast du den Kasten leer. Was machst du dann? Dann musst du wieder einkaufen gehen. Kacke, ne? So, wir haben noch 3 Plätze offen, oder? Ja, mehr noch, glaube ich, aber ich warte noch eben gerade kurz auf die Daten, damit ich die hier eintragen kann. Bitte hab Verständnis, Balu, ja. Wenn er das füllt mit netten Flames, ist das ja nicht so das Schlimmste. Ich hab schon mal Schlimmeres gehört. Was? Sag mal, können wir den anderen dann nochmal hochholen? Den guten... Wo ist er denn hier? Sag mal, hast du nicht auch irgendwo beim Loot-Gewinnspiel gewonnen? Mount, Loot und so? All you can loot? Hallo, hallo? Allerbester Witz, wir haben dich gerade in unseren Channel gezogen und würden jetzt gerne mit dir reden. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber... Ja, ich bin... Also wo soll ich gewonnen haben? Bei einem All you can loot-Gewinnspiel. Nicht, dass ich wüsste, aber ihr könnt mir gerne einen Preis geben. Ach, gleich. Naja. Ein guter Trick. Danke, ich gucke später nach. Okay. So. Zack, raus! So, okay, dann machen wir mal eine andere Liste wieder auf. Spannung steigt. Ja, die Spannung steigt jetzt unermesslich quasi. Ich hab schon richtig und, Kribbeln in meinen Fingern. Ja, ja, oh, der ist nicht mehr da. Und ich habe da auch keine Daten. Oh, dann hat er nicht gefunden. Oh, das ist ja doof. Das ist echt schade.
Ah, ja. Doch, ist noch da. Ich habe mich nur verguckt, deswegen diesen ganzen Scheiß mit A und B davor. Ne? Gewonnen hat. Hallo, du hast gewonnen. Ja, Mann. Ja. Danke, Mann, danke. Das ist der beste Mann, der danke. Als zweites Grenade gesungen hat. Danke, Mann. Oh mein Gott. Da ist die Freude groß. Mein Gott. Kannst du mir dann bitte deinen Vor- und Nachnamen wie in deinem Account hinterlegt und deine Battle.net-Account-E-Mail-Adresse schicken? Ich hoffe, für die Zukunft habt ihr euch das gemerkt, was ihr mir schicken sollt. Per TS-Chat. Und Amara, nein, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, die EVE-Online-Community für mich zu gewinnen. Vielleicht irgendwann. Wer weiß das schon. Wenn ich kurz fragen darf, ab C ist der Nachname? Nein, ich habe zwei Namen. Ja, also was ist da davor und was ist der Nachname? Das müsste ich wissen. Warte. Das letzte ist der Nachname? Ja. Okay, danke dir. Das reicht schon. Okay. Das ja, dann, was machst du oder was wirst du als erstes machen in der Beta? Erstmal alles überall rumlaufen, erkundigen, was alles so gibt und so. Swiftie suchen. Okay. Aber wenn du stellst halt echt so Fußballreporter-Fragen, ne? Was machst du als erstes in der Beta? Bis später, ja? Zocken. Ich logge mich mit meinem Charakter ein und versuche dann möglichst viele Level auf einmal hinter mich zu bringen. So, der nächste, der gewonnen hat, ist grottig, aber mutig. Das war dein Motto, Lynn. Gratuliere dir. Dafür kriegen wir nicht mal ein Stöhnen. Stöhnen. Von einer Frau. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du wolltest dich hier eh nur für einen Freund haben und die tragische Geschichte, die dem Ganzen, hinter dem Ganzen steckt. Also hat mein Ex doch noch was gebracht, oder was? Nö, das hat nichts damit zu tun, im Gegenteil. Das war ja eher so, dass ich es viel schöner gefunden hätte, wenn es da noch ein Happy End gegeben hätte. Ja. Aber trotzdem, es war noch einer der Beiträge, die uns insgesamt am besseren gefallen haben. Ich sage mit Abstand nicht am besten. Du könntest mir schon besseren schreiben, ja, bitte? Total lieb. Also, hast du gehört, was du schreiben musst, oder sollst du nochmal wiederholen? E-Mail-Adresse und Name? Vorname, Nachname, wie im Battle.net-Account und die Battle.net-Account-Adresse. Okay. Cool. Ja, danke. Sag mal, Vince, das steht bei dir im Battle.net-Account? Was? Ja, das, was du mir geschrieben hast, steht bei dir im Battle.net-Account als bei Namen? Bei dem, der da so... Ja, okay. Toller Name. Ist nicht sein echter, nehme ich an. Nee, gehe ich auch nicht von Insider-Witze. Insider-Witze. Liebe Leute, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, gebt euren echten Namen ein. Naja. Zumindest nicht überall, aber... Wenn ihr schon nicht euren echten Namen nehmt, alles dann könnt richtig, ihr auch eine Trash-E-Mail nehmen. Lynn, hast du Zoll gemacht. Okay. Gut, Lynn, dann danke. Danke auch. So, wir haben jetzt noch Lynn, zwei Leute mit einem Key, also zwei von euch da oben. Für euch, danke Lynn, ich schicke dich noch raus. Bis dann. Tschüss. Erfolg in der Liebe noch. Zwei Leute haben leider nur von euch gewonnen. Ich weiß, ihr habt euch alle Mühe gegeben. Kannst du am Ende, Barlo, dieses Mareike Amado-Lied vielleicht singen? Was? Weißt du? Von der Mini-Playback-Show, das Abschlusslied. Kannst du das? Gleich, erst am Ende. So, üb schon mal, Geist. Achso, ich dachte, es geht nur ums Holländisch. Da lief da nicht immer, also in Spanien lief da immer dieses Everybody live a land of dreaming, everybody live a land of dreaming. Nee, das ist was anderes. Nee, die hat er extra selber. Aber wenn wir Holländisch sprechen, dann muss man sagen, wir müssen kijken hier mal auf die andere Kant. Ich habe die ganze Zeit irgendwie zuletzt halt DayZ mit Holländer gespielt, da war ich auch mal versucht, irgendwie meine rudimentären holländischen Kenntnisse an den Mann zu bringen. Ja, ich war ja immer nur, oder ich bin immer nur in Spanien im Urlaub, ja.
Ich gehe da hin und dann früher bei mir, ne, wo ich dann da noch in der Mini-Playback-Show da war, ne? Nein, du warst in der Mini-Playback-Show? Nein, war ich nicht. Ich war auf der Mini-Disco. Wir müssen noch Plätze verlösen. Wir müssen noch Plätze verlösen. Ja, davon abgesehen. Ja, dann einer ist morgen. Nicht mehr da. Nein, der Mensch mit jetzt. Dem. Also ich kann es ja sagen. Und ich habe leider auch keine Daten von ihm. Weil, ja, habe ich ja nicht, ne, der, also ich sehe ihn nicht, außer ihr seht ihn noch vielleicht, der mit dem StarCraft-Song. Robert hieß der, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie der Nickname war. Na, ich meine, gut, ich nehme sonst einfach einen Facebook-Gewinner mehr, aber, naja, Gedicht von Philipp, der hat nämlich auch noch gewonnen. Du hast gewonnen, Philipp. Philipp. Wir reden mit dir. Auch warum muss ich immer erst zu diesen Leuten reden, dass bis sie anfangen zu reden? Das ist total gruselig. Philipp? Ja, ich bin hier. Du hast gewonnen. Hey, super, danke. Also bitte deinen Vor- und Nachnamen und deinen Battle.net-Account-Namen an mich. Der Testchat, bitte. Okay, passt. Ja, liebe Leute, das waren unsere Gewinne. Und ja, es war eine lange Sendung. Ich meine, bis nach 2 Uhr, ne? Alter Vater. Ich bin auch kaputt. Barlow ist auch kaputt. Vince ist vielleicht kaputt, aber der ist ja auch noch jünger, als wir es sind. Ja, ich muss ja frischen Wind bringen. Ich muss mal gucken, dass diese Motivation noch erhalten bleibt. Deswegen muss ja irgendwer da sein. Das heißt, ich rede immer noch viel, aber ich bin trotzdem irgendwie schon so ein bisschen müde. Ja, also. Kann ich sagen, wir werden gucken, glaube ich, dass wir mit Phil Vince weiter was zusammen machen. Der war echt cool, fand ich auch, wie Barlow das auch schon ganz richtig erkannt hat. In der Pause gerade. Oh, was ist das denn? Die Windschlangen? Jetzt fast wie du, Barlow, jetzt von mir. Ja, erzähl, das hast du so ein ADHS-Flash hier. Oh, Windschlangen. Die haben Windschlangen jetzt. Da muss ich mal gleich gucken auf meinen Char. Schlängeln wir uns durch das Grab der Hölle. Oder auch nicht. Ja. So. Ja, jetzt kommen wir wieder. Philipp hat mir seine Daten geschickt und ich würde sagen, ich hole mir jetzt noch meine Windschlange und dann machen wir den. Viel Spaß damit, dass du deine Windschlange holst. Du. Ja, gemein, Windschlangen für euch alle. Ich möchte nochmal allen wirklich viel Spaß bei der Beta wünschen, die jetzt den Key abgestaubt haben. Ich hoffe, ihr werdet ihn auch. Hoffentlich genug benutzen. Und ja, ich denke mal, man hört sich irgendwann mal wieder. Dann, das seht ihr. Dann irgendwann. Ja, keine Ahnung. So. Jo, also nochmal vielen richtig. Dank. Servus. Servus. Servus, Philipp. Dann sag ich auch mal bis zum nächsten Mal.